Flux FM in digitaler Gesellschaft. Die Vorratsdatenspeicherung ist sowas wie ein Dauerbrenner, seitdem die EU 2006 erstmals eine Richtlinie zur anlasslosen Speicherung von Eckdaten aus der elektronischen Kommunikation gab, ist auch in Deutschland mehrere Anläufe, um ein entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen. Zuletzt hatte der Bundestag Ende 2015 trotz heftiger Proteste aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft eine Regelung durchgewunken, welche die Anbieter von Telefon- und Internetanschlüssen ab dem 1. Juli 2017 zur Speicherung zwingt. Doch nun kommt doch alles anders. In der vergangenen Woche, da hat ein Gericht erstmals einen Anbieter von der Speicherpflicht befreit und dabei festgestellt, dass das zugrunde liegende Gesetz gegen das EU-Recht verstößt. Was das jetzt für die anderen Anbieter, für die Vorratsdatenspeicherung insgesamt und für euch als Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet, das besprechen wir mit Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Hallo Volker. Tag, hallo. Nochmal kurz zur Vorratsdatenspeicherung, Volker. Worum geht's da und was wird denn überhaupt gespeichert? Alles. Nicht alles. Es werden nicht die Inhalte der elektronischen Kommunikation gespeichert, aber es wird gespeichert, wer, wann, wie lange, mit wem telefoniert hat, SMS geschrieben hat und auch wie lange die Personen im Internet waren, wann sie im Internet waren, welche IP-Adresse sie dabei hatten. Also schon sehr, sehr viele Eckdaten aus der elektronischen Kommunikation. Das Ganze wird gespeichert bei den Providern, bei den Anbietern selbst und Polizei und Staatsanwaltschaften dürfen dann auf diese Daten zugreifen. So sieht es das Gesetz vor, zur Gefahrenabwehr und zur Bekämpfung schwerer Straftaten. Wie lange soll sowas gespeichert werden? Das sind ja unglaubliche Datenmengen. Genau, also diese Verkehrsdaten werden eigentlich gespeichert 10 Wochen lang und die Standortdaten, also die Information darüber, wo man sich aufhält, jeweils für 4 Wochen. Aha, okay. Nun hat jetzt ein Gericht aber beschlossen, diese Speicherpflicht auszusetzen. Mhm. Worum ging es in dem Verfahren und was genau hat das Gericht jetzt entschieden? Na, also es ist ja nicht nur so, dass Verbraucherinnen und Verbraucher oft was gegen die Vorratsdatenspeicherung haben, sondern die Anbieter selber auch. Denn für die bedeutet das sehr große Investitionen, die sie tätigen müssen. Und es gab ja schon einmal einen Anlauf für eine Vorratsdatenspeicherung. Und 2010 hat das Bundesverfassungsgericht die damals aufgehoben. Und dann sind die auf mehreren 100 Millionen Euro Kosten sitzen geblieben. Ja. Die haben sie auch nicht zurückbekommen. Jetzt hat sich auch ein Anbieter dagegen gewehrt und hat vor dem Verwaltungsgericht Köln versucht, diese Speicherpflicht aussetzen zu lassen. Also bei dem Gericht zu erreichen, dass es sagt, du speziell als Anbieter musst ab dem 1. Juli nicht speichern. Mhm. In der ersten Instanz sind die damit gescheitert und haben dann Beschwerde eingelegt zum Oberverwaltungsgericht. Und das Oberverwaltungsgericht, das hat eben jetzt entschieden, diese Speicherpflicht ist unwirksam, denn das zugrunde liegende Gesetz verstößt gegen EU-Recht und hat deswegen eben keine Wirkung. Und deswegen gibt es keine Speicherpflicht für diesen Anbieter. Ja, das ist nämlich die Besonderheit, diese Beschlüsse in solchen Verfahren gelten eben nur für die Beteiligten des Verfahrens. Also das ist jetzt nicht etwa allgemeingültig. Aber das ist ein Präzedenzfall jetzt dann, genau, oder was? Genau, und das ist nämlich das eigentlich Besondere. Das Oberverwaltungsgericht hat in seinem Beschluss nicht auf die Besonderheiten dieses Providers abgehoben, sondern eben ganz allgemein darauf, dass dieses zugrunde liegende Gesetz unwirksam ist. So, und deswegen, und das Schöne ist, dieser Beschluss ist nicht anfechtbar. Jetzt können theoretisch alle anderen Provider hingehen und mit Verweis auf diesen Beschluss eben sagen, so, wir möchten jetzt bitte auch die Aussetzung. Ja, und das war eigentlich so der Stand in der letzten Woche, dass man gedacht hat, ach, wunderbar, jetzt gehen die Provider eben hin und lassen sich der Reihe nach von dieser Speicherpflicht befreien. Aber dann kam eben jetzt plötzlich heute Morgen die ganz große Überraschung. Die Aufsichtsbehörde, die Bundesnetzagentur, hat nämlich jetzt plötzlich gesagt, also wir haben uns dieses Urteil und diesen Beschluss angeschaut, haben das Ganze mal analysiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, bevor jetzt hier so eine große Klagewelle sozusagen losgeht, setzen wir einfach für alle Provider diese Speicherpflicht aus. Das heißt, wenn jetzt ab dem 1. Juli die Provider nicht speichern, dann wird die Bundesnetzagentur dagegen nicht vorgehen. Ich musste kurz die beiden Negative zusammenbringen, okay. Aber ja, verstehe ich jetzt. Genau, also eigentlich wäre es nämlich so gewesen, die Provider müssten ab 1. Juli speichern. Wenn sie es nicht tun, dann wird die Aufsichtsbehörde kommen natürlich. Und sagen, du, jetzt verhänge ich ein Bußgeld. Genau, und jetzt haben die schon ganz klipp und klar gesagt, also wenn die ab 1. Juli nicht speichern, wir werden nichts machen. Jedenfalls bis zum Ausgang des Hauptsacheverfahrens. Hätte das nicht irgendjemandem vorher mal auffallen können, dass das gegen EU-Recht verstößt oder eigentlich gar nicht so durchsetzbar ist? Ja, das ist auch vielen Leuten vorher aufgefallen. Das ist eben zum Beispiel Wirtschaftsverbänden, Netzaktivisten wie uns zum Beispiel oder auch ganz vielen anderen Akteuren in der Zivilgesellschaft aufgefallen, als dieses Gesetz gemacht wurde. Ja. Denn da gab es nämlich auch schon ein Urteil des EuGH über diese zugrunde liegende Richtlinie auf EU-Ebene. Und das war klipp und klar, dass dieses Gesetz gegen EU-Recht verstößt. Das hat man halt schlicht und ergreifend ignoriert und gesagt, ja, sehen wir halt anders.
machen wir jetzt mal. Ne? Und dann wurde dieses Gesetz eben einfach so geschaffen. Und es gab jetzt zwischenzeitlich Ende vergangenen Jahres auch nochmal ein EuGH-Urteil über mitgliedstaatliche Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung, beispielsweise in Schweden. Mhm. Und die wurden auch aufgehoben, weil sie EU-rechtswidrig waren. Und das ist auch der Grund dafür, warum jetzt das Oberverwaltungsgericht einfach auf dieses Urteil rekurrieren konnte, des EuGH, und sagen konnte, aha, da hat der EuGH schon mal genau ausbuchstabiert, wie so mitgliedstaatliche Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung aussehen dürfen und wie sie nicht aussehen dürfen. Oh, und das deutsche Gesetz widerspricht ja genau dem, was der EuGH da gesagt hat. Oh, dann ist es wohl unwirksam. Ja, und das genau war eben jetzt der Ausgang auch in diesem Verfahren. Ja. Aber es wird ja wahrscheinlich die Zukunft sein, dass alles von uns mindestens 10 Tage oder 4 Wochen oder für immer gespeichert wird. Wie geht's denn jetzt weiter mit der Vorratsdatenspeicherung? Die ist ja nicht vom Tisch. Nee, das Gesetz ist immer noch da und also grundsätzlich gilt eigentlich auch dieses Gesetz. Deswegen, wenn man jetzt nicht möchte, dass es sozusagen in so einem Nimbus verbleibt und einfach nur existiert, aber nicht angewendet wird, wäre eigentlich der konsequente Schritt jetzt, dieses Gesetz aufzuheben. Denn es ist glasklar, das Ding ist europarechtswidrig, daran wird sich auch nichts mehr ändern. Und eigentlich wäre jetzt die Bundesregierung am Zug, beziehungsweise der Bundestag am Zug und müssten halt ein Aufhebungsgesetz erlassen. Uh-huh. Genau, das wird aber vermutlich in dieser Legislatur nicht mehr geschehen. Vielleicht am Freitag. Man setzt ja gerade spontan Sachen auf die Agenda. Kannst du eigentlich irgendwas empfehlen, wie ich mich als Verbraucherin oder Verbraucher verhalten sollte? Oder betrifft mich das überhaupt nicht? Kann ich da überhaupt irgendwas machen? Ja, natürlich. Also man kann ganz einfach seinen Provider ansprechen und mal fragen, wie gedenkt ihr denn jetzt eigentlich damit zu verfahren? Ja. Es wäre durchaus zu begrüßen, wenn der Provider dann sagt, also wir werden nicht speichern. Telekom, Vodafone, einige andere ganz große haben jetzt schon gesagt, sie werden eben ab 1. Juli nicht speichern und sie werden sich nicht an dieses Gesetz halten. Und das sollten eigentlich alle Provider so machen. Und für den Fall, dass ein Provider sagt, nö, wir machen das jetzt doch erstmal, dann kann man ihm ja vielleicht in Aussicht stellen, dass man vielleicht lieber zur Konkurrenz wechseln möchte, die eben keine Vorratsdatenspeicherung betreibt. Ein bisschen Druck ausüben, warum nicht? Am 1. Juli sollte es eigentlich losgehen mit dem Speichern von allem, was so über Telefon- und Internetanschlüsse rübergeht. Und die Anbieter von Telefon- und Internetanschlüssen sollten zur Vorratsdatenspeicherung gezwungen werden. Doch es ist jetzt anders. Es wurde doch entschieden und es ist jetzt mehr Leuten nochmal aufgefallen, dass dieses Gesetz gegen das EU-Recht verstößt. Guckt einfach mal nach, ob euer Provider eure Daten speichern möchte oder nicht. Und im Zweifelsfalle wechselt einfach den Provider. Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft war bei uns. Vielen Dank, Volker. Gerne. Flux FM in digitaler Gesellschaft.